und willkommen bei E-Bike Tom. Heute fahre ich mit euch eine schöne Tour zur Quelle zur Wuhle. Wir fahren an der Hubschrauberstaffel der Bundespolizei vorbei und wir machen einen kleinen Abstecher zum Lehnepark bei Blumberg. Dann wünsche ich euch viel Spaß auf der Tour und bis dann. Ja, meine Freunde, gestartet haben wir die Tour wieder beim S- und U-Bahn-Station Wuhletal. Sind jetzt auch die Wuhle entlang gefahren bis Ahrensfelde. Und jetzt hier hinter Ahrensfelde gibt es einen schönen Fahrradweg, den ich so auch noch nicht kannte. Und bin dann auch mal gespannt, was uns heute so alles erwartet. Ja, was mir heute Morgen auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, ist, irgendwie sind die Leute heute sehr komisch. Ich habe drei Jogger sind mir entgegengekommen, alle drei am Telefonieren. Wäre gleich, als wenn ich hier während meiner Fahrradtour nur am Telefonieren wäre. Kann ich nicht nachvollziehen. Dann sind die Leute nicht freundlich. Man grüßt, bekommt keinen Gruß zurück. Und ja, was soll's. Ja, heute ist ein bisschen frischer, die Sonne scheint zwar, aber wir haben es nur so um die 18 Grad und ich habe auch heute mal sicherheitshalber meine Jacke nicht vergessen, wie beim letzten Mal. Und ja, ich freue mich schon auf die Tour heute und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder. So, das war die Hubschrauberstaffel der Bundespolizei, die wir jetzt hier passiert haben, unser erstes Ziel. Und fahren jetzt weiter Richtung Blumberg. Ja, meine lieben Freunde, wir sind jetzt an unserem zweiten Ziel angekommen, am Lehnepark in Blumberg. So, wir sind am Lehnepark und jetzt suche ich mir mal hier eine schöne Stelle, wo ich ein Päuschen machen kann. Jetzt habe ich hier einen kleinen Tümpel oder Teich gefunden im Lehnepark. Ja, der Sommer war heiß, deswegen hier auch nicht viel Wasser drin. Ja, hallo Freunde, ich befinde mich jetzt hier im Lehnepark
Stopp. So, hallo Freunde. Ich befinde mich jetzt hier im Lehnepark in Blumberg. Ja, ist ein ganz hübscher Park. Wie gesagt, früher gab es hier auch mal irgendwo ein Schloss. Ist aber zu Kriegszeiten dann zerstört worden. Und ja, jetzt gibt es nur noch diesen Park. Und hier mache ich auch gerade ein Päuschen. Ja, mir ist was aufgefallen. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Und zwar meinen zweiten Zielpunkt, den habe ich total verpasst. Und zwar, ich wollte ja nach der Hubschrauberstaffel euch die Wuhlemündung, mal zeigen. Entlang der Wuhle sind wir ja schon bis Köpenick gefahren. Und die Wuhle hat ja auch so eine Länge von 25 Kilometer. Und wollte da auch an der Wuhlemündung vorbeifahren. Nur, das habe ich irgendwie total verpasst. Keine Ahnung. Erst auf dem Weg nach Blumberg ist mir das eingefallen. Ui, 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 du wolltest noch irgendwie zur Mündung. Ja, jetzt ist es vorbei. Ne? Jetzt bin ich schon in Blumberg und genieße hier diesen schönen Park. Und ja, heute ist auch das Wetter bombastisch. Ja, echt schön. Obwohl, es war heute Morgen relativ frisch. 16 Grad, deswegen habe ich hier auch mein Jäckchen an. Und ja, aber jetzt ist es so um die 18 Grad, aber noch immer ein bisschen frisch. Aber gut, dass ich die Jacke dabei habe, weil beim letzten Mal hatte ich die Jacke nicht dabei. Es war auch so frisch. Die Sonne hat nicht geschienen, jetzt scheint die Sonne, dann ist es natürlich ein bisschen wärmer. Ich quatsch mir ja schon wieder eine in den Bart, das ist unglaublich. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Bis später, ciao. Ja, das war der Lehnepark in Blumberg, wo wir jetzt einmal durchgefahren sind. Und dann werden wir jetzt mal die Tour weiterfahren. Bis gleich! Ja, hier ist eine Straße, die nach Blumberg führt. Und die ist komplett neu. Gefällt mir sehr gut, weil hier war vorher übelstes Kopfsteinpflaster. Und jetzt hat man hier angefangen zu asphaltieren. Gefällt mir sehr gut. So, hier habe ich auch meine Bank gefunden, zwischen Blumberg da hinten
und Berlin dort. Ja, Wetter war heute bombastisch. Also es war eigentlich schlechter angekündigt. Und wir haben jetzt auch schon doch angenehme 20 Grad. Die Jacke kann ich gleich wegpacken, aber der Wind ist noch relativ frisch. Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal weiter. Bis gleich. Ja, wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier noch zum Schluss habe ich mal jetzt so abseits der Route, bin ich mal so ein bisschen gefahren, auch so einen kleinen Tümpel entdeckt und so einen Berg, wo ich jetzt mal drauf gefahren bin. Und hier hat man eine richtig tolle Rundumsicht. Also das ist jetzt mal wirklich so ein kleiner Geheimtipp. Da hinten übrigens, ist ein Solarpark. Und ja, richtig toll. Ja, und hier gibt es eine schöne Plattform noch. Ja. Ja, dann möchte ich mich auch hier bei diesem tollen Hotspot, den ich hier entdeckt habe, möchte ich mich mal von euch verabschieden. Ja, ich hoffe, die Tour hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video wieder einen Daumen nach oben gebt. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, den Kanal abonnieren. Es grüßt euch, euer Ebertom. Bis dann. Ciao.